Herzlich willkommen hier im Helios Klinikum Mazzaro. Heute wollen wir Ihnen unsere Palliativstation vorstellen. Trotz der enormen medizinischen Fortschritte können nicht alle Patienten von ihrer Krankheit geheilt werden. Ist eine Erkrankung unheilbar und so weit fortgeschritten, dass die Lebensqualität oder die Körperfunktion erheblich eingeschränkt werden, kann die Palliativmedizin helfen. Bei ihr stehen nicht Heilung und Lebensverlängerung im Vordergrund, sondern der Erhalt und die Wiederherstellung von Lebensqualität, die Schmerzlinderung sowie Zuwendung und Nähe. Ich stehe jetzt hier mit Johannes Rahm. Er ist Oberarzt und Leiter der Sektion Palliativmedizin und Integrative Onkologie. Herr Rahm, oft wird die Palliativmedizin mit Sterben verbunden. Ist denn die Palliativversorgung auch gleich die Endstation? Das wollen wir auf gar keinen Fall, dass die Patienten diesen Eindruck bekommen, denn sie haben mit ihrer eigenen Angst schon genug zu kämpfen und allein das Wort Palliativ zu sagen, soll nicht gleich die Ängste bestärken. Wir müssen aber trotzdem sehen, dass jeder Mensch, der mit einer unheilbaren Erkrankung konfrontiert wird, automatisch schon bei der Erstdiagnose an das Sterben denkt. Dieser Angst zu begegnen und diese Angst zu lindern, ist die Aufgabe natürlich der Onkologen, der Strahlentherapeuten, der Chirurgen, aber natürlich letztlich auch der Palliativmediziner. Wir wollen möglichst frühzeitig in die Behandlung integriert werden. Also wenn jemand eine Krise hat im Verlauf dieser schweren Erkrankung, die spiritueller, körperlicher, psychischer Art sein kann, dann sollte ein Palliativmediziner dazugerufen werden, weil wir aus ganz unterschiedlichen Studien auch wissen, dass das nicht nur die Lebensqualität von den Menschen verbessert, sondern auch die Rate an Depressionen verringert, die Aggressivität der durchgeführten Therapien etwas nimmt. Und letztlich gab es sogar eine Studie, die 2012 gezeigt hat, dass die frühzeitige Einbindung von Palliativmedizinern das Gesamtüberleben der Patienten verlängern kann. Sie sprachen jetzt gerade die Angst an. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Patienten gibt, die schon Angst haben, auf eine Palliativstation zu müssen. Wie begegnen Sie dieser Angst? Die Angst wird häufig allein durch das Wort Palliativmedizin hervorgerufen. Wir versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Die Palliativmedizin hat ein gewisses Imageproblem und wird häufig als die Sterbemedizin wahrgenommen. Wir sind aber viel mehr als das. Wir können zwar in unserem Werkzeugkasten ganz viele Werkzeuge aufrufen, mit denen wir eine sehr gute Sterbebegleitung machen können. Aber das ist nicht unser Hauptpunkt, mit dem wir antreten. Wir wollen, dass Beschwerden gelindert werden, die durch den Verlauf einer schweren, unheilbaren Erkrankung entstehen. Das kann früh im Erkrankungsstadium sein, das kann aber auch ganz am Lebensende sein. Wir sehen die Palliativmedizin als ein notwendiges Werkzeug im Verlauf jeder schweren Erkrankung an, weil wir am Endergebnis nichts ändern können und nichts ändern werden. Und immer wenn eine schwere Krise ist, dann soll die Palliativmedizin da sein, um die Menschen aufzufangen und wieder aufzubauen. Ich spreche jetzt mit Hanna Salm. Sie ist Psycho-Onkologin hier auf der Palliativstation. Frau Salm, was ist wichtig für eine gute Betreuung schwerkranker Menschen? Wichtig für die Begleitung von schwerkranken Menschen ist, denke ich, immer für ein Team sich zu fragen, wie kann man den Patienten individuell begleiten? Was braucht er oder sie? Wie kann man wirklich an der Seite stehen und dabei unterstützend sein, sodass es für die Person auch passt? Und das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Das sind oft Gespräche und oft geht es auch um den Umgang mit Ängsten oder mit Unsicherheiten oder sich auch nochmal zu fragen, was war mir wichtig in meinem Leben? Aber es gibt natürlich auch Patienten, die möchten nicht so gerne sprechen, denen ist es zu viel oder sie können auch nicht mehr so gut sprechen. Dann kann man auch vorlesen, jetzt in meiner Rolle, oder sich gemeinsam ein Fotoalbum anschauen. Die Arbeit ist also ganz vielfältig dadurch und sinnstiftend und einfach schön. Ein großer Teil unserer Palliativmedizin ist ja die Musiktherapie. Und ich frage jetzt mal unsere Musiktherapeutin Melissa Derio, was ist eigentlich Musiktherapie?
Musiktherapie ist eine breit gefächerte Disziplin, die sehr unterschiedliche Ansätze zusammenfasst. Aber generell kann man sagen, dass es immer um den gezielten Einsatz von Musik in der therapeutischen Beziehung geht, für den Erhalt, die Wiederherstellung oder die Förderung der Gesundheit. Also das heißt, dass Musiktherapie bei den unterschiedlichsten Patientengruppen eingesetzt werden kann. Und je nachdem, welches Krankheitsbild vorhanden ist oder was für den Patienten relevant ist, kann es sowohl zur Entspannung eingesetzt werden oder eher zur Aktivierung und manchmal auch zur Anregung der Selbstschau und der Reflexion. Und wie sieht Ihr Angebot konkret aus? Mein Angebot auf der Palliativstation basiert vor allem auf der rezeptiven Musiktherapie. Das heißt, dass die Patienten nicht selber musizieren, sondern Musik und Klänge hören. Und zum Beispiel gibt es die Klangtherapie. Da kommt ein Monochord zum Einsatz. Es handelt sich um ein Instrument, was aus einem Holzkorpus und Saiten besteht. Und dieses Instrument kann, wenn der Patient es zulässt, auf den Körper aufgelegt werden. Die Saiten werden von mir angestrichen und es entsteht ein sogenannter Klangteppich. Das heißt, ein gleichbleibender, stetiger Klang. Und die Kombination zwischen diesen Klängen und den Vibrationen, die der Körper in dem Moment aufnimmt, zeigt eine Palette an Wirkungen, wie zum Beispiel Tiefenentspannung oder auch verändertes Körpergefühl. Manche Patienten berichten von einem Gefühl der Leichtigkeit oder der Weite. Andere berichten eher davon, dass sie sich geerdet fühlen. Es kann auch ein bildhaftes Denken entstehen, ein bisschen wie in einem Traum. Grübeleien kommen zur Ruhe und Schmerzlinderung kann auch eintreten. Ja, bei der Musiktherapie, wenn sie mir das Instrument dann auflegt und dann ihre rüberstreicht, die Klänge hörst, du wirst ganz ruhig, du fährst so runter. Letztes Mal habe ich sogar bei ihr eingeschlafen und sie gesagt, ja, du wirst so was von ruhig, das beruhigt. Das ist richtig angenehm, wa? Also die geht durch den ganzen Körper hier, das oder so. Und das finde ich auch sehr, sehr entspannend, ja, sehr gut. Wir möchten für die Patienten die bestmögliche Lebensqualität erreichen und auf jeden Fall bedarfsorientiert behandeln und die Patienten ganzheitlich sehen, ihre Bedürfnisse und Wünsche erkennen und möglichst erfüllen. Beispielsweise wollen wir die Mobilität erhalten oder auch ausbauen. Können wir die Muskulatur kräftigen mit Krankengymnastik, Motometis und Bettfahrrad. Oder wir machen eine Gangschule möglichst draußen im Freien bei schönem Wetter. Oder auch Behandlungen zur Entspannung einfach. Ja, viele haben ja Ängste, sind angespannt. Beispielsweise mit einer Fußmassage. Ja, auch andere Massagen, Kopf, Hand, Rücken. Mit Lymphdrainagen. Die sind wie Streicheleinheiten für die Seele auch. Oder wir fahren auch mal mit dem Bett mit den Patienten ins Freie. Wir machen Fußreflexzonentherapien. Und ja, versuchen tatsächlich den Patienten da abzuholen, wo er gerade steht und auch die Angehörigen mit ins Boot zu holen und zu begleiten, vielleicht mit einzubeziehen. Und das Schöne ist hier an der Palliativstation, dass wir alle Hand in Hand arbeiten. Es ist wirklich ein schönes Arbeiten und macht richtig Spaß. Ja, unter Aromapflege kann man sich vorstellen, man kann bei verschiedenen Symptomen reagieren, zum Beispiel bei Unruhe kann man eine Lavendelleuchte aufstellen, man kann eine Waschung, Körperwaschung mit Lavendel durchführen. Bei Fieber haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit Pfefferminz. Pfefferminz kühlt, da sollte man allerdings vorsichtig sein, deswegen bevorzugen wir eine Mischung aus Pfefferminztee und Salbeitee. Es wirkt auch gleich dem Schwitzen entgegen. Oder wenn wir reines Öl nehmen, dann wirklich ganz sparsam dosiert. Was mich an dieser Stelle interessiert, was sind die Themen, die schwerkranke Menschen kurz vor ihrem Lebensende beschäftigen? Obwohl wir Menschen alle unterschiedlich sind, zeichnet sich doch ab, dass es tatsächlich Themen gibt, die immer wieder ganz bedeutend erscheinen am Ende des Lebens. Dazu zählt, dass Menschen oft noch mal so eine Bilanz ziehen und auf ihr Leben zurückschauen und sich auch fragen, was war gut, was war schwierig, was ist mir wichtig gewesen im Leben. Und ein Teil meiner Arbeit ist auch,
dabei zu unterstützen, dass ein Mensch in Frieden gehen kann und auch ein Stück weit Frieden schließen kann, damit, wie das Leben eben gewesen ist. Eine große Bedeutung kommt den sozialen Beziehungen zu. Es ist immer wieder deutlich zu sehen, dass Patienten den Wunsch haben, eingebunden zu sein in einen sozialen Kontext, in dem sie sich aufgehoben fühlen. Das kann in der Partnerschaft sein, in Freundschaften, in der Familie. Manchmal ist es natürlich auch so, dass Patienten relativ wenig soziale Kontakte haben und dann versuchen wir hier auf der Palliativstation diese Geborgenheit und das Aufgehobensein auch möglichst gut für unsere Patienten zu schaffen. Dann arbeiten Sie ja bestimmt auch ganz viel mit den Angehörigen und mit den Familien zusammen. Ja, das stimmt. Ich denke, es ist immer wichtig, einen Patienten oder einen Menschen auch in seinem sozialen Kontext zu betrachten und gerade in so einer Situation, in der ein Mensch so krank wird und auch mit so vielen Unsicherheiten konfrontiert ist, ist die Familie oder das soziale Umfeld ganz wichtig, weil für die entsteht natürlich auch viel Veränderung, viele Fragen, vielleicht auch viel Traurigkeit. Und so spreche ich auch immer regelmäßig mit Angehörigen, wenn die das Bedürfnis danach haben, manchmal auch noch über den Krankenhausaufenthalt hinweg. Seit wann gibt es denn eigentlich die Palliativmedizin hier am Klinikum und welchen Stellenwert nimmt die integrative Onkologie ein? Wir haben vor ziemlich genau 10 Jahren die ersten Palliativbetten im Klinikum eröffnet. Das war am Ende einer anderen Station. Mit 3 Betten haben wir angefangen, sind dann auf 5 und auf 7 weitergegangen. Und seit 2013 sind wir in dem schönen Neubau, der für uns extra saniert wurde, und sind da im Erdgeschoss mit mittlerweile 12 Betten und haben sehr, sehr gut Fuß gefasst im Klinikum, arbeiten sehr gut mit den anderen Disziplinen zusammen und werden häufig zum Beispiel auch in den Tumorkonferenzen mit dazu gerufen, um Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen. Die integrative Onkologie hat sich dazu entwickelt, weil viele Angehörige und viele Patienten selber viel nach alternativen Angeboten fragen. Der Überbegriff komplementäre und alternative medizinische Verfahren oder auch integrative Onkologie ist in aller Munde heutzutage und wir wollen auch auf der Palliativstation diesen Bedürfnissen begegnen. Wir haben viele phytotherapeutische, also pflanzenheilkundliche Ansätze mit bei uns im Programm. Wir haben bei den physikalischen Therapien, in der Physiotherapie viele Ansätze, die verfolgt werden. Zum Beispiel die Aromapflege, Massagen, all das. Und das, was so als sanfte Medizin wahrgenommen wird, wollen wir unseren Patienten anbieten. Natürlich nicht als Wunderwaffe gegen den Krebs. Diese Erwartung oder Hoffnung, die viele haben, können wir natürlich nicht erfüllen. Aber die sanfte Medizin, wo wir zeigen, dass das Menschliche mit rein muss und dass die Pflanzenheilkunde oder andere Naturheilverfahren den Patienten helfen können, soll unbedingt Bestandteil der Palliativmedizin, aber letztlich natürlich auch der Onkologie sein. Seit wann gibt es eigentlich Palliativmedizin in Deutschland? Palliativmedizin ist eine sehr junge medizinische Disziplin. Sie ist eigentlich mit der Hospiz- und Palliativbewegung der 1960er Jahre in England begründet worden. Und es hat relativ lang gedauert, bis 1999 in Deutschland der erste Lehrstuhl für Palliativmedizin in Bonn gegründet wurde. Erst seit 2009 ist Palliativmedizin ein Pflichtfach im Studium der Humanmedizin und seit 2006 haben Kassenpatienten in Deutschland einen Anspruch auf palliativmedizinische Versorgung. Also die Palliativmedizin ist aus meiner Sicht nicht die letzte Station, muss es nicht sein. Im Gegenteil, sie hilft, nach vorne zu gucken. Also dieser Gedanke, den ich früher mal hatte über Palliativ, nicht, ist gar nicht mehr da. Das ist halt eine Station, die ist gut. Und dann bin ich hier, so wie das so ist. Und dann ist es gut so. Und schon sind wir am Ende dieser Stippvisite angelangt. Wie Sie gesehen haben, kann die lindernde, also die palliative Behandlung für die Betroffenen noch sehr viel tun, damit es ihnen in der verbleibenden Lebenszeit gut geht. Danke, dass Sie dabei waren und bis zur nächsten Stippvisite. Auf Wiedersehen.